Ja, servus, grüßt euch und hallo zu einer neuen Runde 7 Days to Die. Ich hatte, glaube ich, schon so gut wie alles abgelegt. Ey, ich habe sogar noch ein bisschen Leben mitgebracht. Dann können wir gleich wieder in die Mine gehen. So, die Stachelfallen, die behalten wir natürlich. Den Turm werden wir gleich brauchen. Ja, neue Werkzeuge haben wir auch. Jetzt in Blau endlich. Reicht das hier alles noch? Locker. Können wir sogar noch was reinschmeißen hier. Zack. Da kommt er auch noch rein. Hier dürfte schon wieder der nächste Beton fertig sein. Oh, 1000 St 2000 Stück gleich. Wunderbar. Schmeißen wir auch erstmal hier rein. Ja, genau. Ja, das Eisen wird dann reichen für die letzten Upgrades. Dann sind noch 300 incoming. Das ist auch sehr schön. So, immer die Angst vor dem Warg. Kaffee! Wir haben endlich wieder Kaffee. So viel werden wir allerdings nicht brauchen. Da komm, ey, ich nehme nur zwei mit. Haben wir hier so ein bisschen was auf der Tasche. Süppelnmäßig sieht es auch ziemlich gut aus. Wir haben jede Menge Yucca. Wir könnten natürlich noch mal ein paar Gläser in Auftrag geben. Haben wir hier noch Sand drin? Ja. Leerer Wasserkrug. 124. Komm, da machst du mir auf jeden Fall noch mal 80. Ich bin ganz ehrlich, ey, ich nehme wieder Kohle, ey. Schon wieder so viel Holz durchgeraucht. Dann brauchen wir 34 so, ne? So, zack, zack. Oh, nächster Tag ist schon 33. Dann müssten wir eigentlich mal beide Trader abfahren. Wenn es da am 34. neue Sachen gibt. Schon mal löchern. So, und wie jede Nacht. Wartet ein Warg auf uns oder nicht? Boah, hier an der Falle sind wir so gut wie fertig für die nächste Nacht. Noch höre ich nichts jaulen. Umgesetzt. Rennen ins Vergnügen. Und es wird wieder eine reine Eisennacht. Hier war noch so viel, ne? Ja. Ja, komm, ey. Gleich mal den ersten Rennen hier. Und auf geht's. Dann ja genau. Trader abfahren. Dann mal gleich so einen Schatzauftrag annehmen, wenn wir auch ein bisschen Kohle machen. Und natürlich hoffen, dass uns keine Hundehorde erwischt. Ja, hier werde ich bald nicht mehr hacken können. Dann brauche ich erstmal eine neue Stütze. Freischaufeln hier. Oh, warte mal. Oh, ich wollte gerade sagen, ey, da könnte auch was runterplumpsen. Komm, Risiko.
Oh, auf jeden Fall gibt's hier noch ganz ordentlich. Zu weit weg. Ist immer noch nicht der, den ich da oben angehackt hatte. Jetzt komme ich schon wieder nicht mehr ran. Alles hoch. Hier muss gebaut werden. Aber ich habe doch kein Holz. Ist schon wieder alles weg. Was waren das früher noch Zeiten? Zu Alpha 10, Alpha 11, Alpha 12, Alpha 13. Da hatten wir in unserer Crew einen, ich hatte das schon mal erwähnt, dass wir das früher teilweise wirklich mit sehr, sehr vielen Leuten gespielt haben. Ich glaube 7 oder 8 auf dem Server. Und da gab es den Nacken. Und Nacken war sozusagen unser Minenarbeiter. Der hatte da total Spaß dran und der hat Minen ausgehoben. Also, das könnt ihr euch kaum vorstellen. Die waren so riesig, teilweise ist man irgendwie, was weiß ich, nachts irgendwann vom Server runtergegangen. Und dann, ne, schlafen, arbeiten, essen, dann abends wieder auf dem Server drauf. Und in dieser Zeit hatte der Coolen ausgehoben, das könnt ihr euch kaum vorstellen. Er hat's auch teilweise übertrieben. Der hat teilweise so tiefe, riesige Kuhlen gebaut, dass uns oben drüber alles zusammengebrochen ist, weil, kein Halt mehr von unten da war. Aber er hat es natürlich immer nur gut gemeint, ne? Also unsere Ressourcenkisten, die waren immer voll mit allem Möglichen. Aber leider über diese ganzen Jahre hinweg, seit 2013, haben halt viele damit aufgehört, 7 Days to Die zu spielen. Da hat früher sogar immer seine kleine Tochter Jana, die hat immer zugeguckt, wenn wir am Bauen waren. Die war da immer voll begeistert von, wenn wir diese riesigen Burgen ausgehoben haben. Könnt ihr euch sicherlich vorstellen, ich hier alleine, ich krieg gar nicht so viele Ressourcen zusammen, um irgendwas Riesiges zu bauen. Aber wenn du da mit 8 Mann unterwegs bist, dann kannst du wirklich riesige Festungen bauen. Hab ich auch Screenshots auf meinem Profil bei Steam hochgeladen von diesen riesigen Festungen. Mit Rennstrecke oben drauf und allem Möglichen. Ich würde jetzt zwar noch nicht sagen, man konnte die Base aus dem All sehen, aber vielleicht konnte man sie sogar aus dem All sehen. Oh. Kaffee alle. Und Kaffee hier. Und Hunger aber auch schon wieder. Dann holen wir so nochmal einen Eintopf rein hier. Das freut mich auch unheimlich, dass wir endlich bei diesen Eintöpfen angekommen sind. Das macht das Ganze alles einfacher. Man braucht keine Eier mehr sammeln gehen. Obwohl es natürlich noch bessere Essen wie diese Eintöpfe gibt. Und da braucht ihr dann wieder Eier für. Aber ich gebe erstmal da auf jeden Fall nichts drauf. Ich habe ja jetzt als nächstes eigentlich nur noch ein Ziel und da wir, glaube ich, 2 Punkte hatten, ne? Genau, es gibt jetzt hier nur noch ein Ziel. Und das ist hier unten der fortgeschrittene Ingenieur. Wir brauchen Stahl. So, hier können wir jetzt aber erstmal nichts machen. Wir müssen erstmal 2 Punkte hier vergeben. Das Blöde ist, sind es jetzt schon 3, ne? Ich glaube, ja, ab da sind es dann schon 3. Also alleine das hier sind schon wieder noch 8 Punkte. Und dann brauche ich ja noch 2 hier. Also wir brauchen noch 10 Punkte, um endlich auf Stahl zu sein. Upgraden, was das Zeug hält.
Obwohl, hier ist ja noch eine Stütze. Warte mal hier. Bevor mir der runterfällt. Nehmen wir doch erstmal den mit. Naja, wie gesagt, fällt runter. Wo würde es denn als erstes... Ah, hier können wir eigentlich auch easy abbauen. Oh, und auch nicht! Gleich mal wieder einen Brocken auf den Kopf bekommen. Ah, wo ich ja jetzt auch letztes Wochenende im Ruhrpott war, da fällt mir wieder gleich einer auf den Kopf gekommen, ey. Wir sind ja an Bottrop vorbeigefahren, ey. Kommst nach Bottrop, Chris auf den Kopf drauf. Was? Nimm den, den ich schon hatte. Was? Wo ist denn der, den ich angehackt hatte? Da. Und da ist wieder die Ausdauer weg. Komm, schüppeln wir hier noch ein bisschen frei. Schon eine gute Höhle. Ja, fällt immer mehr von oben runter. Komm her, zwei Stück noch. Das soll uns erstmal reichen. Da oben irgendwas los. Sieht nicht so aus. Turm eingesackt. Ey, komm mit dir. Ihr habt mich nass gemacht. So, wie sah das denn hier aus? 10.000, der kommt natürlich neu rein hier. Ah, wieder ein bisschen Kohle ran hier. Ja, soll reichen. Sehr gut, es ist relativ viel Eisen am Einbrutzeln. Hier haben wir noch über 7.500. Das ist schon mal ganz schön.
Moni ist fertig. Ich packe hier auch mal ein bisschen raus. Falls ich noch was finde. Ja, dann wären wir ja eigentlich schon wieder so gut wie leer. So, hier noch ein paar Steine raus. Kids 13. Nehme ich das jetzt schon? Nee, warte mal. Ich nehme das jetzt schon alles mit. Tisch. Ah, warte mal. Das können wir komplett einsacken. Nee, habe ich mir schon zigmal angeguckt. Die Mods, die ich da habe, die sind allerdings für irgendwelche Werkzeuge. So, kurz zur Falle. So, die Ecke hatten wir. Hier noch nicht. Ja, sehr gut. Damit sind wir auch fertig. Wunderbar. Pieken raus. Eisen ist ja noch in Arbeit, in der Schmiede. Können wir uns also auch hier bunkern? Turm wieder dahin. Vielleicht finden wir was zu futtern. Also Messer ran. Ah, Mist. Trailer hat natürlich noch nicht offen. Macht er um 6 auf oder um 5? Ich weiß nicht so genau. Ach, scheiß drauf. Gehen wir ein bisschen Leben schütten. Nee, das ist die zum Verkaufen. Ey. Ah, nee, ist auch. Er wollte die ganze Zeit die Schaufel nicht nehmen. Ein bisschen erweitern. Alter! Läuft da ein Bär rum? Der hat allerdings viel Fett. Den müssen wir uns eigentlich organisieren. Krieg ich den von hier hinten angeschossen? Weg. Komme ich an den Bär noch ran? Alter, eigentlich mache ich das mit diesem Rüberspringen über die Piken gar nicht so gerne. Oh, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Da hinten dümpelt er rum. Alter, bloß weg. Scheiße, jetzt habe ich ja das Ding gar nicht hier. Er hat angehalten, zum Glück.
So, jetzt ist er auch näher dran. Der ist down! Wunderbar! Jede Menge Fett! Haben wir bestimmt irgendwas kaputt gemacht, ne? Die alte Drecksau. Ah, hier ein bisschen Beton. Habe ich jetzt natürlich alles nicht mit. Egal. Hauptsache Fett. Gib das Fett her. Und da macht der Trainer auch schon auf. Naja, 5. Ich meine, ne, immerhin. Ja, so viel hat er nicht kaputt gemacht. Passt schon. So, dann wären wir hier schon mal unseren ganzen Schrott los. Kann ich auch. So, darf ich dein Inventar sehen? So, weg damit. Das war's, ne? Ja. So, das müssen wir dann alles ablegen. Fast 12.000 Krö... Also nee, wir haben... Achso, das haben wir doch vergessen. Na, ich gebe jetzt hier erstmal nichts aus. Der hat halt nichts Dickes gehabt. Ja, ja, es ist auch total geil, immer bei dir Geld einzusacken. Warte mal, so, da ich das zur Orientierung immer besser finde. Hier einen schnellen Wegpunkt. Dann fahren wir mal zu dem Trader. Ich will eine AK-47 haben. Ja, komm ich hier durch? Ja. Der nächste Bär. So Hirsche und Wölfe sieht man jetzt nicht so viele.
Hier ist wieder das Riesenanwesen. Nein, Eisen. Könnte ja auch mal was Gutes drin sein, ne? Ja, scheiß Knochenmesser. Schockstabteile. Ich brauche Pistolenteile, Schrotteile, Robotikteile und Werkzeugteile. Entschuldigung. Ey, noch Blase. Und ein Hühnchen. Naja, vielleicht kriegen wir jetzt hier wenigstens ein paar Kojoten. Für Fett. Is there something you need? Ja, ich brauche so einiges. Hast du wahrscheinlich alles wieder nicht. Nur aus dem Secret Stash. Tja. Hier. Wenn das der für die Axt wäre, das wäre geil. Well, how about you browse your ass right out of my store? Oh, das ist aber wieder wüst beschimpft. Ich wollte doch hier nur mal. Das habe ich noch gar nicht gelootet. Bin ich auch allerdings sehr ehrlich. Ich wusste auch gar nicht, dass man das looten kann. Na, Zombie, alles klar. Vielleicht noch was vergessen? So, hier. Kannst mich gleich wieder beleidigen. Ne, warte mal. Da waren wir noch. Ja, Bauplan, Metallstachelmord brauche ich nicht mehr. Ich habe schon einen gefunden. Der ist schon mal alles nur Scheiße. Scheiße. Dann haben wir hier. Bauplan Erdbohrer. Alter. Alter, nur 2-4. Da würden die das Geld für die AK locker übrig bleiben. Ey, Mann, den kaufe ich mir. Jetzt bin ich schon wieder ziemlich froh. Ein Amboss. Muss ich echt zugeben. Kaufe ich mir auch. Würde immer noch für eine AK reichen. Es sei denn, der Preis hat sich geändert. so, irgendwas bei Waffen.
AK-47 Maschinengewehr Level 3 für 5160. Das ist gekauft. Yippie! Yippie! Oh, was für ein geiler Trader, ey. Ja gut, der Installer hat der nicht. Ich meine, wir haben auch nicht mehr viel Kohle. Nicht ganz 30 Stahl könnten wir uns noch kaufen. Habe ich Rohre am Start, um das zu reparieren? Nee, dann müssen wir es bei unserem Trader verkaufen. Shit, man. I treat you that good and you don't even fucking tip me. Was? Sei froh, dass ich dich nicht erschießen kann, Alter. Jetzt habe ich ja wohl mal so viel von dir gekauft. Mein ganzes Geld ist weg. Und du machst mich immer noch dumm, Mann. Das kann nicht wahr sein. So, Mods raus hier. Dish und Dish. Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Da. Und Mods wieder rennen. Geil, geil, geil. Wir haben da AK-47. Das ist nur eine Dreier, aber das ist deutlich besser wie dieses Kackgewehr hier. Ja, Money rennen. Zack, sind auch gleich 43 Schuss drin. Ah, das freut mich ein bisschen. So, was war das noch? Genau, hier. Zack. Lesen. Und noch ein Amboss, damit der die Schmiede schneller produziert. Also, ein relativ erfolgreicher Trip. Ja, mach du mal bei diesem unfreundlichen Trader die Hütte kaputt. Ich kann ihn auch nicht leiden. Schon relativ voll. Nämlich das Auto eigentlich schon? Da hinten kommt auch schon der Zombie. Ja, das hatten wir schon. Da ist noch einer. Komm hier. Das war's für dich. Komm doch mal aus diesem scheiß Graben raus. Einer mit Loot. Immerhin Kaffee mitgebracht, ein paar neue Pfeile. Der Streb Kojot gehört, oder? Dich. Ich brauch Fett. Wo bist du? Ich kann ihn nicht finden. Auspacken hier. Dish, 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 dish. Der Amboss ist nicht stackable. Geld raus. Hab ich noch genug Zeit? Komm her, yeah. Soll es für dich gewesen sein. Kommt schon noch einer? Kann ja XP immer gut gebrauchen. Komm her hier. Nee, warte mal. Wir schwer vergessen. Jetzt hier mal einen Auftrag an. Kannst mich wieder beleidigen. Ey, Arschloch, alles klar bei dir? Holy shit, I thought you were a zombie. Ah, da dürfte ein Kojote sein. Hast du Aufgaben für mich? Da, vergrabene Vorräte, 411 Meter. I've got just the job for a simpleton like you. In meiner Karriere? Nee, einer meiner Kuriere. In meiner Karriere. Einer meiner Kuriere hatte einen kleinen Zusammenstoß mit einem Lakai der Cazadores. Er konnte ihn abschütteln, aber musste die Lieferung vergraben. Ich bin nur an unserer Lieferung interessiert. Du kannst den Rest der Beute behalten. Sei gewarnt, der Kurier spielt nicht mit offenen Karten. Also kann die Markierung auf der Karte ein wenig abweichen. Vergiss nicht, dass du eine Schaufel brauchen wirst.
Ja. So, den Auftrag haben wir angenommen. Jetzt holen wir uns erstmal nochmal kurz das Fett hier. Wo ist er? Du bist so Fett dabei, ja. Frag mich sowieso, warum die auf der... auf der Hütte des Traders überhaupt hacken dürfen, ey. Das ist was für dich. Naja, also die Fettausbeute ist immer relativ mau, ne? Sag mal, läuft da nicht auch noch irgendwas? Oh, eine Schlange. Schlange ist auch gut. Ich höre hier noch eine. Wo ist sie? War es jetzt der Sound der toten Schlange oder was? Das sieht so aus. Bam! Huhn! Ein Huhn gibt, glaube ich, kein Fett, ne? Nur noch ein Ei? Da war ein Ei abgestaubt. Sonst noch was? Naja, immerhin ordentlich Messing eingesackt. Kriegen wir auch noch rein. So. Da ist unser Schatz. Ach ja, stimmt. Total verrafft. Die Folge ist jetzt zu Ende. Wie ich den Schatz plündere, das seht ihr erst in der nächsten Folge. Bis denn und ciao.